Hey Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen zur neuen Part von Star Wars Battlefront 1. Ich habe jetzt gerade schulfrei bekommen und ich dachte mir, dass ich ein paar Parts für euch aufnehmen werde. Wir werden heute die galaktische Kampagne starten und diesmal wird's extrem anders. Wir werden diesmal nicht mit den Klonen spielen, sondern wir werden mit den Rebellen und dem Imperium spielen. Deswegen wünsche ich euch sehr viel Spaß und es kann losgehen. Also wie gesagt, ich wünsche euch wirklich allen einen richtig guten Schulstart. Für viele von uns hat jetzt die Schule wieder angefangen und ich sag euch ganz ehrlich, das ist gar nicht mal so einfach, wenn man neue Freunde, neue Lehrer hat und vor allem, wenn man einfach einen ganz, ganz neuen Ort, man kann schon fast sagen, erkundigt, wo man noch nie zuvor war. Denn viele wechseln die Schule, weil sie entweder gemobbt werden oder weil sie einfach was Neues entdecken wollen. Und ich sag euch, der Anfang ist meistens immer richtig scheiße. Man fühlt sich unwohl, man findet keine richtigen Freunde, dann sind die Lehrer scheiße, der Schulweg ist blöd. Aber dann, man muss sich nochmal dran erinnern, warum man genau diese Schule gewechselt hat, warum man genau da ist, wo man jetzt ist. Darüber muss man sich Gedanken machen und man muss immer noch mal zurückschauen und fragen, hey, warum bin ich hier? Auch wenn es scheiße ist in der ersten Woche. Man darf nie vergessen, warum man die Schule gewechselt hat oder warum man einen komplett neuen Neustart macht und all seine Freunde hinterlässt. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen, Freunde. Und ihr dürft niemals daran zweifeln, dass ihr eine falsche Entscheidung getroffen habt. Denn bei mir ist es so, wenn ich zu mir sage, hey, das ist die Schule, die für mich perfekt ist, dann sage ich das nicht ohne Grund, sondern weil dort meine Zukunft weitergeht. Man muss natürlich immer neue Wege auch riskieren und neue Wege finden. Jeder von uns wird irgendwann mal weggehen, entweder ins Ausland oder eine neue Schule besuchen, aber man darf nie vergessen, dass die Freunde immer noch da sind und auch wenn man all seine ganzen Freunde in der alten Schule noch hat, die sind immer noch bei einem, die sind immer noch im Herzen drin und die werden dich immer wieder unterstützen, egal wo du bist und du kannst davon ausgehen, dass du das als Vorteil sehen kannst, denn du kannst nur neue Freunde dazu, du kannst wirklich nur Positives daraus ziehen, denn du kannst neue Freunde auf deiner neuen Schule finden, du kannst, wenn du ein Star Wars Fan bist, kannst du da vielleicht mit neuen Star Wars Kumpels ein bisschen reden über Star Wars, du lernst neue Lehrer kennen, du kannst dich selber herausfordern, du kannst das ausprobieren, wo du dachtest, hey, Alter, das hätte ich niemals gedacht, dass ich so gut bin in Deutsch. In meiner alten Schule war ich voll der Lappen in Deutsch. Jetzt bin ich richtig gut. Bei dem neuen Lehrer komme ich auch gut zurecht. Und glaub mir, egal was du machst, mach es mit Herz. Das hört sich jetzt für den einen oder anderen so Yu-Gi-Oh!-Style und so mäßig an. Aber ich will dir damit sagen, egal was du machst, das muss Bedeutung für dich haben. Egal was du machst, es muss aus Herzen kommen. Denn wenn du was machst ohne wirklich darüber nachzudenken, dann kannst du eigentlich weggehen. Denn wer macht Abitur? Die meisten machen Abitur, weil sie dann später Medizin studieren wollen. Ich bin überhaupt kein Experte da. Aber ich sag euch nur eins. Macht das nicht, um irgendwie ein Blatt Papier zu bekommen, wo dann Abitur draufsteht. Macht das, weil ihr es selber wollt, weil ihr bereit dazu seid zu lernen. Lernen zu lernen. Und ich sag euch ganz ehrlich, klar, jeder von uns macht mal auch manchmal Scheiße. Ich mache auch manchmal Scheiße in der Schule. Ich bin jetzt nicht hier der eine, der die ganze Zeit brav ist oder so. Ich mache auch gerne Scheiße. Vor allem auch während des Unterrichts. Aber ich will euch damit sagen, ihr sollt euer Limit auch selber kennen. Und ich liebe es, darüber zu reden. Vor allem, wenn ich aus der Schule komme. Denn da habe ich dann ganz neue Ideen, die mir einfallen zum Schultag. Und ich kann das hier in den Let's Plays dann sagen, die ich ja mache. Und wirklich die geilste Zeit ist Let's Plays machen nach der Schule. Wenn man gerade so nach Hause kommt, gleich nochmal schön essen und so. Alter, das ist das Geilste, was man machen kann. Wenn man so richtig hungrig ist, Alter, wenn man schon so gerade so nach Hause fährt, so, oh Mann, ey, gleich irgendwie was machen, ey, gleich Pfannkuchen, irgendwas und dann am Abend zum Sport. Das ist einfach, was als Kind oder als Jugendliche einfach geil ist. Man ist eigentlich, man muss sich selber mal vorstellen, so, hey, eigentlich hat man doch gar nicht irgendwie Probleme. Man muss einfach mal richtig schauen, hey, ich habe hier eine Schule, ich habe neue Freunde gerade kennengelernt, ich darf neue Sachen machen, ich darf neue Fächer lernen, das ist doch alles geil. Warum sollte man sich dann
Das ist bei mir auch manchmal so. Warum sollte man sich dann so runter machen, wenn man weiß, hey, das ist hier das Richtige für mich. Ich habe mich vor einem halben Jahr hier beworben, weil ich davon überzeugt bin, dass ich hier mein Abitur oder meine Ausbildung mache. Darum geht es. Es geht darum, dass du lernst. Und desto früher du lernst, desto besser. Und ich meine mit Lernen, desto früher du lernst, deine Schwächen zu erkennen, desto besser. Desto früher du lernst, auf die Fresse zu fliegen, desto besser ist es, weil du damit Skillpunkte sammelst. Klar, dazu mehr in einem anderen Video. Aber ich will euch damit sagen, macht das alles mit Herz und Leidenschaft, denn darum geht es. Es geht darum, nicht der Beste zu sein, der mit dem besten Durchschnitt. Es geht darum, dass du die Person bist, die am Ende des Tages noch in der 8. Stunde seine Hand hoch hat und fragt, hey, wie sieht das aus mit der Analyse? Ist das wirklich so richtig? Das musst du sein. Du musst kreativ sein. Du musst einfach Spaß an der Schule haben. Und darum geht es. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.